So, meine Lieben, da bin ich wieder, ne? Nachdem ich erstmal ein bisschen Sauerstoff getankt habe, weil sonst falle ich hier gleich um. Ich falle in Ohnmacht, ich schwöre euch das. Jetzt werde ich habe da nämlich gesehen, dass da noch was drin ist. Und zwar, ich wusste davon, ne? Aber ich wusste nicht, wie viel das ist. Ja. Das ist eine ganze Menge. Das zeige ich euch jetzt auch. Oh Gott. Ne. Das dauert doch Stunden. Das dauert doch Stunden, bis ich damit durch bin. Ich bin hier am Auspacken und zwar, ich lasse euch schon mal hier ein bisschen gucken, ne? Das sind alles Kästchen mit Glitzersteinen. Ne? Denk mal nicht, das ist alles, ne? Da kommt noch viel mehr. Ich werd verrückt, ne? Ich schwöre, das sind Millionen. Das nimmt überhaupt kein Ende hier. Oh Himmel, hilf! Ernsthaft nur? Hallo? Wie viel denn noch? Ja, ich habe aber gar nicht so viel Platz hier, ne? Und ich zeig euch die alle, ne? Oh mein Gott. Ich brauche nie wieder Glitzersteine holen, ne? Nie mehr. Nie mehr. Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht. Ey, das ist doch nicht mehr normal hier. Hör mal. Warte mal, hier klebt noch ein Zettel dran. Ja, ne? Glitzer, Glitzer. Da, Glitzer, Glitzer. Jede Menge Glitzer, Glitzer. Ja, das, wow. Ey, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ja. Ja. So. Ja. Oh mein Gott. Ja, dann ich muss euch das mal zeigen. Guckt mal. Guckt euch das mal an. Das ist doch verrückt. Mir fehlen die Worte, ne? Mir fehlen die Worte. Leute, ich muss gerade mal was überlegen, ne? Ihr seht ja, ne, wie viele das sind. Ich überlege gerade, dass ich für die Glitzersteine noch mal ein Extrateil anlege. Ja? Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich das jetzt nicht jetzt alles auf einmal zeige. Ne? Und Schatz, da kommt ein extra Teil zu. Das schaffe ich jetzt hier in diesem Video nicht. Ne? Ich muss die alle beiseite stellen. Die bleiben aber hier schön stehen, weil das kommt direkt im Anschluss. Ne? Ich sterbe hier gleich, wirklich. Und oh, ich muss aufpassen. Hier darf auch nichts runterfallen. Ne? Wenn mir hier was runterfällt, ne, ich kriege einen Heulkrampf. Wirklich. So. Oh. Nee, ich muss noch mal auf Pause drücken. Also ich muss das hier sicher an die Seite räumen. Das geht so nicht. So, es geht weiter. Ich stehe tatsächlich kurz vorm Herzinfarkt. Ich packe jetzt die anderen Sachen aus. Und ich muss immer wieder darüber gucken. Also. Unglaublich. Sag mal, Rebecca, was machst denn du mit mir? So, jetzt, ich heb hier das nächste raus.
Was steht denn hier drauf? Boah, ist das schwer. Kugel. Es raschelt. Was ist das? Kugel, Band, Kugel, Rand. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach auf. Und ich habe jetzt auch keine Geduld, hier vorsichtig auszupacken. Was ist das? Nö! Was ist das denn? Metallic-Glasperlen? Wow. Ja, wie geil ist das denn, ne? Das, ja, Glas, ne, Leute? Ich freue mich schon, wenn meine neue Resin-Bestellung da ist, weil das werde ich ins Resin einarbeiten. Wow. Oh, die sind ganz fein. Guckt mal. Ganz, ganz fein sind die. Wow, wunderschön. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Mega schön. Kann ich sehr, 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 sehr gut gebrauchen. Wow. Wenn ich jetzt relativ wenig dabei quatsche, ne, dann liegt das einfach nur darum, dass ich einfach so sprachlos bin über diese unendliche Masse hier. Und weil wirklich eins schöner ist wie das andere. So, ich mache jetzt einfach weiter, weil hier ist eine 2 drauf. Muss ich mal gucken, wo die 1 ist, ne? Ich mach mal mit was anderem weiter, ne? Oh, wie süß! Kannst du vielleicht gebrauchen, Anastasia? Anastasia, ist das von dir? Das. Ernsthaft? Wirklich? Womit habe ich das denn verdient? Ich bin so nervös. Ich reiß das jetzt hier einfach mal auf, ne? Und drehe das um. Nee. Was? Oh, ich habe. Da sind noch mehr von diesen 3D-Dingern. Wow. Ja. Die packe ich jetzt nicht alle einzeln aus, ne? Weil das wird dann wirklich hier den Rahmen sprengen. Aber guckt euch das mal an. Boah, sind die schön, diese Eulen, ne? Das sind so Schneeeulen, ne? Mhm. Im Frühjahrskleid. Boah, so schön. Dann haben wir hier ja Gartenzaun und dann hier diese Schmettis. Boah, so schön. Dann hier. Ja, die, ja, auf jeden Fall was mit Blümchen, ne? Jede Menge. Ja, das sind Denksportaufgaben dann, ne? Weil ich gucken muss,
wie ich die zusammensetze, ne? Die werden ja nicht einfach irgendwie gemacht. Cool. Sehr cool. Oh, was ist das denn? Sind das Paradiesvögel? Oder, keine Ahnung. Oder Rotstirn, Amazon, irgendwie sowas, ne? Ja, auch so. Was zum Zusammenbasteln. Die sind alle so. Das sind alle so 3D-Dinger. Dinger halt, ne? Alles, was ich nicht benennen kann, sind Dinger. Wow, die sind richtig schön. Hm. Hier. Oh, Vögelchen. Ist das... Nee, ist kein Tag, aber... Ja, das sind so Teile, die kann man super auch für Card Candies nehmen, ne? Das ist Hammer. Tier mit Herzchen. Ich muss ja durch die Kamera gucken, sonst kann ich ja selber nicht erkennen. Wow, sehr schön. Und noch mehr. Wahnsinn. Guck mal, die Rosen. Und die glitzern, ne? Die glitzern. Hier, Engelchen. Das sind doch Engel, ne? Ja, das sind Engel. Wow. Wow. Oh, das muss ich mir in Ruhe angucken. Aber Blümchen sehe ich und Schmetti und Engel. Wie schön. Mama. Mir fehlen echt die Worte. Und wow. Ja. Da passen die doch. Sind die dafür? Und auf jeden Fall passen die da mega gut drauf, wenn die zusammengebaut sind. Nee. Wie schön sind die denn bitte? Das ist ja ganz mein Ding, ne? Wow. Und gleich mehrere. Ja, da habe ich keine Angst zu verbasteln. Wow. Ganz viele. Wow. Guck mal, wie schön. Oh. Guck mal, ne? Das wäre so der Ort, wo ich gerne leben würde, ne? Natur pur, rund um alles. Und weit und breit. Ja, nur ein paar Häuschen und das war's da, ne? Wo man echt seine Ruhe hat, ne? Hier sind dann... Das gefällt mir richtig gut. Ja, die sind mega schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Da, oh, da. Hm. Wow, so schön. Ja, ich frage mich da immer, wie kann man auf die Idee kommen, dass einem das nicht gefallen könnte, ne? Das ist super. Das ist mega. Mega super. Mir fehlen echt die Worte. So. Jetzt mal gucken. Finde ich jetzt... Ah, hier haben wir. Faltbar 1. Jetzt kann ich auch aufmachen. Dann kann man gleich mal gucken. Das ist schwer, ne? Faltbar. Das ist richtig schwer. Was ist denn das? Ich komme da ja im Leben nicht drauf, ne?
die Hemdchen, ne? Die sind ja so süß. Das, was ich nicht zerstört habe an Zettel, ne? Das wird verwahrt, ne? So. Was ist das denn? Das? Deko-Koller Stanz-Faltpapiere? Was? Hä? Konturenstanzung Welle. Wie faltet man die denn? Ich bin ja so doof, ne? Oh, guck mal. Das sind ganz... Ja, das... Ach, die sind... Von beiden Seiten farbig, einmal gelb und einmal grün. Ja, mega schön. Ja, faltbar. Ich habe da schon eine Idee für, ne? Auch wenn ich es nicht falte, aber dafür habe ich eine Idee. Und hier auch. Genau das Gleiche, ne? Auch da muss ich jetzt mal nachgucken. Ajo. Eine Seite helles Orange, andere Seite dunkles. Ja, mega schön. Guck mal, solche schönen Linien, die würde ich überhaupt gar nicht mit der Schere hinbekommen, ne? Wow. Ich bin beeindruckt. Und hier noch mehr. Die haben Muster, ne? Fliege, geh weg. Ich bin noch nicht tot. Ich riech nur komisch. Okay, die sind von der Seite bemustert. Guck mal, das ist ein richtig schönes Muster, ne? Und von dieser Seite sind sie, ja, das ist kein Gelb, ne? Das ist oder Orange-Gelb oder so. Geht fast schon so leicht ins Ocker. Toll. Richtig schön. Ja, dann mache ich direkt mal hier faltbar 2, ne? Ich schneide mal hier um meinen Zettel rum. Was? Ernsthaft? So kleine? Nee. Oh. Ja, die packe ich jetzt mal nicht aus. Ich denke mal, die sind auch so wie die großen. Ja, was für schöne Formen. Meine Güte. Wow. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Guck mal, dann brauche ich meine großen Briefmarken gar nicht mehr mit der Wellenschnittschere machen, ne? Dann kann ich die hier verwenden. Wie cool ist das denn? Und hier haben wir diese schönen, guck mal. Sie sind ausgestanzt, ne? Mir fehlen die Worte. Richtig schön. Ja. Ich bin selten sprachlos, aber diesmal bin ich definitiv sprachlos. Und ich weiß schon bald gar nicht mehr, was ich sagen soll, ne? Und ich muss mich ja konzentrieren darauf, dass ich auch atme, ne?
Weil ich glaube nicht, dass ihr sehen wollt, wenn ich hier ohnmächtig werde. Ich bin noch nicht fertig, ne? Ich zeig euch noch mal einen Blick. Da. Und ich bin mit den Glitzersteinen noch lange nicht durch, ne? Also wie gesagt, da kommt... jetzt schmeiße ich euch schon wieder weg. Da kommt extra noch mal was. Jetzt habe ich irgendwas mit meinem Handy hier gemacht. Keine Ahnung. So, ich greife jetzt einfach rein und hol raus. Da steht Ups. Was heißt denn Ups, hä? Ja, guck mal, das sind Glitzersteine, lege ich hier mit rüber. Und dann habe ich hier ein bisschen Platz, wo ich das hinlegen kann. Ich zeige euch das am Ende, ne, wie viel das hier ist. Das darf man keinem zeigen. Nee, für mich braucht ihr nicht kommen. Ich habe noch Sauerstoff. Mir geht's noch gut. Ich freue mich nur. So. Was heißt denn Ups? Sag mal. Mein Liebchen. Ups. Ja, ups. Ernsthaft? Wirklich? Das ist kein Ups. Das ist Wahnsinn. Noch mehr Stempel. Oh mein Gott. Guck mal. Und das sind alles Stempel von dieser wahnsinnig guten Qualität, ne? Ey, ich brech gleich zusammen hier. Wow. Guckt mal. Also, wer ist dafür, dass ich hinterher ein extra Video mache und Abdrücke mache von all diesen wunderschönen Stempeln? Da hinterlasst doch mal einen Kommentar, was ihr davon halten würdet. Ja, ich habe zwar nur diese günstigen Stempelkissen, ja, aus dem Teddy, aber damit, ja, ich komme damit eigentlich ganz gut klar, ne? Und ja, ich würde am liebsten direkt losstempeln, ne? Ups, sagt sie. Ups, ups. Ups, kannst du sagen, wenn ich mich nochmal, ne, privat dazu geäußert habe. Dann sagst du ups. Guck mal. Wie schön sind die bitte. Oh, sehr gut. Sehr gut. Der hier. Ja? Und auch die hier. Wow. Die passen ja super zu meiner Bank, ne, die ich habe. Wow. Ich kriege mich nicht mehr ein, ne? Und die sind wirklich ganz fein, ne? Jetzt habe ich hier so fest an mein Handy angeatmet, dass mein ganzes Display beschlagen war. Ne? Gut, dass ihr das nicht sehen konntet. Guckt euch das mal an. Wow.
Und hier. Wow. Da kann ich mir ja schon fast mein eigenes Papier machen, ne? Ja. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich. Guck doch mal. Die und die anderen und Rebecca, ich habe da noch Stempel. Kannst du die gebrauchen? Und ich sag ja, ne? Ich wusste ja nicht, dass du hier eine ganze Stempelbatterie losschickst. Ich bin richtig geflasht. Auch wenn das jetzt gerade nicht so rüberkommen mag, ne? Aber wer mich kennt, der dürfte das ziemlich schnell merken. Da sind noch, ich zähle mal, 1, 2, 3, 4 Päckchen drin, ne? Ist das kleinste davon, das nehme ich jetzt mal raus, ne? Was? Lumik? Lumik? Schatz, ich verstehe dich ja eigentlich recht gut, ne? Manchmal muss ich nachhaken, aber im Prinzip verstehe ich dich recht gut. Aber Lumik? Lumik? Ist Lumik sowas wie Lummer? Hm? Ich kann das gerade nicht einordnen, Lumik. Guck mal, ich mache das schöne Papier jetzt doch kaputt. Ne? Wollte ich eigentlich gar nicht. Und das Zettelchen wollte ich eigentlich auch nicht kaputt machen. So, mach ich das jetzt so, ne? Lumik. Ach nein. Lumik. Lummer. Aha. Du möchtest also, dass ich auch auf den Kakteenzug aufspringe. Mhm. Ja, dann tue ich das doch mal, ne? Cool. Ich stehe ja auf sowas, ne? Auf so Holzklemmerchen. Mit so Teilchen da dran. Cool. Weißt du, was mir auch besonders gut daran gefällt? Dass das nicht so einzelne Kakteen sind, sondern mehrere hier in diesem Töpfchen, ne? Richtig schön. Ja, sehr schön. Ach, guck mal. Die ich weiß gar nicht, ob ich die in den Farben schon habe, aber selbst wenn, ne? Ist ja egal, ne? Die sind so mega schön, dass ich die bisher auch noch nicht verbastelt habe. Und ja, wenn ich die jetzt zweimal habe, ne, dann kann ich mich ja getrost daran machen, einmal zu verbasteln. Super, Schatz, da freue ich mich. Ey. Nein, ich mache jetzt keine Pause. Ich mache jetzt weiter, bis das hier fertig ist, ne? Alter Vater, boah, ist das schwer, ne? Was ist das denn schon wieder? Viel Arbeitsmaterial. Okay. Ich sag doch, die Rebecca, ne, die will mich unbedingt an die Arbeit kriegen. Hm. So, die steht förmlich mit der Peitsche hinter mir und sagt, ab an deinen Schreibtisch. Mach ihn jetzt. Ja.
Ne? Streng dein müdes Hirn an, ne? Und mach was Produktives. Ja, jawohl, Chef. Ich mach ja. Ja, dann mal gucken, ne? Echt jetzt? Wirklich? Den habe ich noch nicht. Den habe ich, glaube ich, auch nirgends gesehen. Oh, ist sehr schön. Oh, guck mal, wie viele Blätter da drin sind, ne? Von einem Motiv. Wie viel haben wir da? Oh, 4 Stück von jedem. Cool. Oh, und alles in meiner Lieblingsfarbe. Und hier, gemischt mit meiner Lieblingsfarbe. Oh, wie schön ist das denn? Das ist geprägt, ne? Tatsächlich. Das Geprägte ist auch noch foliert. Unglaublich. Nee. Ach, guck mal. Das glitzert. Jetzt mal ganz ehrlich, ich wusste ja gar nicht, dass meine Lieblingsfarbe sich so gut mit Rosa und Lila und so verträgt, ne? Oh, wie schön. Wow. Die sind bezaubernd. Die sind so bezaubernd. Guck mal. Könnt ihr das sehen? Da sind so folierte Punkte drüber, ne? Wie cool ist das denn? Ja, wunderschön. Ja, Arbeitsmaterial. Klar. Nee, was ist das denn? Die habe ich doch mal gesehen, ne? Sag mal. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, ich wüsste gar nicht, wo man sowas verwenden kann. Ne? Aber da ich ja hier meine Dinger da gemacht habe, ne, die ich mit Serviettentechnik bezogen habe, weiß ich schon, was ich damit mache. Dort wird ein Mixed-Media-Projekt. Ne? Wow. Einwandfrei. Sehr gut. Die fühlen sich ja irre an, ne? Ich muss die, glaube ich, mal aus der Hand legen, weil es irgendwie, das ist ein irres Gefühl, ne? Darauf rumzudrücken. Ja, richtig cool. Guck mal, ne? Sowieso der schönste, ne? Ja, richtig toll. Schau mal hier. Sag mal, wo gibt es denn so was? Die sind ja toll. Cool. Wahnsinn! Die sind viel zu schön zum Verarbeiten. Guck mal. Guck mal hier. Ja, da kriegst du mich aber wirklich an die Arbeit, ne? Meine Liebe.
Und wow. Ist das Rotgold? Nee, das ist auch kein Rotgold, ne? Das ist Kupfer, ne? Das sieht aus wie echtes Kupfer. Wow, wie schön die sind. Da soll ich dran gehen? Oh, wie süß. Guck mal, ist das der gleiche wie hier? Wow. Mega. Tatsächlich, da habe ich auch schon wieder Ideen für. Ja. Boah, so schön, so unglaublich schön. Was? Schrumpffolie? Ja. Wie cool ist das denn? Ich habe die ja gesehen bei dir, ne? Da habe ich nur gedacht, könntest du die vielleicht auch mal holen, ne? Die habe ich doch bei dir gesehen, oder? Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich die gesehen habe, könntest du auch mal holen. Einfach mal ausprobieren. Ja, und jetzt kann ich das. Dankeschön! Ja, das will ich doch mal tun, ne? Oh mein Gott, ist Sticker-Set. Ajo, jetzt sehe ich. Manchmal denkt man sich auch, ne, so, wenn ich die jetzt abziehe, dann bleibt da hier das hier alles über, ne? Ihr wisst ja, meine Lieben, ich bin ein Upcycling-Fan und diese Reste, wenn die Sticker abgezogen sind, ne? Die Sticker sind sowieso schön, das sind Blumen. Aber dann werden tatsächlich diese Reste von mir verwertet. Da könnt ihr aber glauben. Richtig schön, ja. Richtig, richtig schön. Vielen Dank. Was? Da sind da noch mehr. Ach, hör auf. Ey, mega schön. Ich glaube, da lasse ich meine Tochter mitmachen, weil die kann etwas, was ich nicht so gut kann. Und die kann sehr gut ausmalen, ne? Und die lasse ich die ausmalen. Ja, und dann schrumpfe ich die. Richtig schön. Lama. Wie süß die sind, ne? Guck mal. Da gab es doch früher immer diese Videoclips, ne? Von diesen Lamas. Die haben immer so herbe Sprüche drauf gehabt. Richtig toll. So. Was haben wir hier? Das sind doch. Das sind Stanzrahmen, ne? Ja, wie geil. Ich. Von deinen Schätzen, Schatz. Von deinen Schätzen. Ich habe mir schon gedacht, das sieht nach La Blanche aus. Cool. Einfach nur cool. Wow. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ich kann alles gut gebrauchen, ne? Es gibt hier nichts, was ich nicht gebrauchen kann, ne? So. Sticker. Holo-Sticker? Yo. Guck mal. Wie geil sind die denn? Das sind Holo-Sticker. Wey. Und ja, nicht nur einmal, ne?
Und alles Blümchen und Schmettis, ne? In einem. Hammer. Richtig nice. Nee. Oh. Guck mal, den hast du. Ich muss dazu sagen, ich bin bei Action immer wieder dran vorbeigegangen, weil ich auf die anderen, ich war auf die großen Blöcke konzentriert, ne? Und da bin ich immer hier dran vorbei. Und nicht einmal habe ich genauer geguckt, ne? Und jedes Mal, wenn ich die in den Holz sehe, denke ich, du blöde Kuh, warum hast du nicht mal geguckt, ne? Weil du findest die so schön, aber guckst nicht mal nach, ne? Und jetzt schickt die Rebecca mir einfach mal einen davon, ne? Rebecca, ich habe dir das nicht erzählt. Guck mal. Boah, ich bin... ja, ich weiß auch nicht, was ich gerade bin. Völlig fertig mit meiner Welt. Guck mal, die sind so schön. Ihr kennt die alle, ne? Aber ich muss sie trotzdem zeigen, weil ich kenne die ja nicht so ausführlich, ne? Boah, sind die schön. Das sind alles ja so Kartenaufleger, ne? Ja, der gefällt mir ja gut, ne? Wake up and life. Ja. Oder capture the moment. Oh, so schön, ne? Enjoy the little things. You are so beautiful. Wild and free. Toll. Richtig toll. Oh, guck mal. Rebecca, der passt für dich, ne? Be the type of person you want to meet, ne? Da passt ja, ne? Wie die Faust aufs Auge. Wow. Ja, wem das hier nicht gefällt, der soll einfach wegschalten. Guck mal, wie schön die sind, ne? Ja, Special Day, ne? Ja, das haben wir heute. Das ist ein Special Day. Den Sinn hinter XOXO habe ich noch nicht verstanden. Kann mir den mal einer erklären? Oh, ihr konntet das Special Day auch gar nicht sehen, ne? Aber XOXO. Ich weiß, das ist geläufig, aber mir sagt das so gar nichts, ne? Was bedeutet das? XOXO. You look beautiful today. Ach, hübschi. Oh, das ist so. So. Oh, guck mal, ne? Das ist doch dieses Vellum-Papier, ne? Guck mal, um die Vellum-Blöcke habe ich immer einen großen Bogen gemacht, ne? Weil ich habe mir nie zugetraut, dieses Vellum auch zu verarbeiten, ne? Ich wusste nie, Und in diesen, in diesen unzähligen Gruppen, auch in den Action-Gruppen und so, die haben immer alle gezeigt, was sie damit machen. Aber dann schrieben welche, das ist so schwierig zu verarbeiten. Ja, jetzt kann ich es einfach mal ausprobieren, ne? Und die Sprüche sind ja einfach mal, ja... Richtig schön, ne? Also zumindest die, die ich verstehe. Ich verstehe ja nur just a little bit English. Und da auch nur sehr grottig, ne? Aber manche Dinge verstehe ich. Ja. Hier. Rebecca, ich müsste dir 1000 Karten basteln und dir die alle schicken, ne? Ja, weil you are amazing bist. Ja, und hier. Thank you. Wow. Richtig toll. Das ist ja das richtig festes Papier, ne? Also das ist ja
Ich weiß jetzt gar nicht, welche Grammatur das hat, aber das ist richtig cool, ne? Und hier, das mit den großen Karos, das ist ganz, ganz mein Stil, ne? Das ist, ja. Very nice. Und ja, die Herzchen. Streifen, die sind alleine deswegen schön, weil die grün sind, ne? Das auch, das riecht nach Frühling, Sommer. Ja, richtig schön. Ich habe da schon wieder Ideen, ne? Ja, und hier Holzoptik, da wissen wir alle, das passt immer. Da kannst du alles drauf knallen, ne? Da kannst du Vintage drauf knallen, da kannst du aber Strand drauf knallen, da kannst du Blumen und Schmetterlinge drauf knallen, da kannst du alles drauf knallen, das passt immer. Ja, und ja, das ist auch gut, ne? Hier Anthrazit. Ja, kann man immer gebrauchen. Kihi. Ja, das ist richtig toll. Und ach, guck mal, hier sind noch Sticker, ne? Echt schön. Ja, das riecht nach Arbeit, da hast du recht. nicht die Peitsche schwingen, nicht die Peitsche schwingen. Ich mache ja schon, ich mache ja schon. Okay, und das jetzt an die Seite. Tja, ihr seht, ne? Selbst auf diesem großen Tisch habe ich gleich keinen Platz mehr. Okay, wir haben hier noch zwei Päckchen drin. Dann sind wir mit diesen Sachen hier durch. So. Dies und das. Dies und das ist richtig für dies und das. Das kann auch niemals sein, etwas, was nicht was mir nicht gefallen könnte, was ich nicht gebrauchen könnte. Ich weiß gar nicht, warum du dir da so Sorgen gemacht hast, Schatz. Ich habe dir gleich gesagt. Ja. Dass du meinen Schrei hättest hören müssen bis ins Saarland. Du hast bestimmt irgendwas gehört. Ne? Da warst du bestimmt nicht sicher, ob ich das bin, weil das hat ja keiner damit gerechnet, dass das Paket plötzlich so schnell ankommt, ne? Aber als es kam, habe ich einen Schrei losgelassen. Was ist das denn alles? Oh mein Gott. Das ist ja ein Traum. Das sind doch... Ja, wie nennen die sich jetzt? Diese Aufleger, aber... Boah, sind die schön. Oh mein Gott, sind die schön. Und weißt du was? Ich weiß auch schon, womit ich das verarbeite, ne? Oh, ich stehe ultramäßig auf solche Sachen. Ultra. Und ganz ehrlich, guckt euch die mal an. Puh, sind die schön. Und immer wenn ich nach sowas geguckt habe, ich habe gesehen, wie teuer das ist, ne? Wirklich. Und ich habe immer... Nein gesagt. Ich habe mir selbst auf die Finger gehauen und gesagt, nein, das machst du nicht. Das ist alles viel zu teuer. Das muss doch nicht sein. Und ich hätte, oh, ich darf das gar nicht anheben hier, ne? Ey, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich drehe die mal um, ne? Ich sterbe gleich. Jetzt guckt euch das an.
Oh mein Gott, sind die schön. Ich heul gleich, ne? Die sind einfach so traumhaft schön. Also mir bleibt nicht nur die Luft gerade weg, ne? Oh mein Gott, sind die schön. Oh. Wahnsinn. Euch das an. Ist doch kaum zu glauben. Rebecca, dass du dich davon trennen konntest, ne? Ich kann es ja nicht nachvollziehen, wirklich. Und die Teile sind so mega schön, ne? Wirklich. Ich schnitz gerade ein bisschen so den Hals zu. Hm. Frau Simone, jetzt flennen hier nicht los, ne? Die sind so schön, die Dinger. So, so, so schön. Das ist das, was ich nur sagen kann. Danke, 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 danke. Schön. Ach du Scheiße. Nein. Das sind auch, ne? Alle Standteile, ja, ne? Das sind... Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Guckt euch die mal an, wie schön die sind.